Hm? Die können nichts Romantisches machen? Sehr interessant. Mhm. Ach, es liegt vielleicht daran, dass die so schlecht zueinander stehen. Gestehen, sich von Melina angezogen zu fühlen. Okay. So, Melina, kommst du? Melina ist noch auf dem Klo. Hm. So. Wenn man mal überlegt, wie die sich kennengelernt haben, ne? So in einem Park. Und dass es eigentlich nur Zufall war, dass die beiden nicht zusammengekommen sind, ist schon irgendwie interessant. Finde ich. So, dann ist es wenigstens nicht ganz so schlimm mit den beiden hier. Ah, ja. So. Dann. Los geht's. Hier sollst du heiraten. Da. Nee, stopp. Geh mal hier hin. Stopp. So, und dann rufst du mal deinen Typen. Wo ist denn der? Da. Freundlich. Betrug gestehen, das glaubst du doch wohl selber nicht. Kommt der jetzt von alleine? Der kommt von alleine. Okay, super. Dann kann's ja losgehen. Oh, wie gemein. Oh. Bleib mal da. Oh ja, heiraten klingt gut. Versammelt ihr euch jetzt hier? Ja, super, okay. Nein? Deine Schwester heiratet, Mann, Mädel. Will dir jetzt was essen gehen? So, Leute, hier, ihr habt Bänke, ne? Ihr könnt euch hinsetzen, wenn ihr möchtet. So, Leon hat Urlaubsgeld bekommen, das ist schön. Ach ja. Hochzeit ansehen. Ja, okay, die Bänke sind anscheinend voll hingefallen. Ja, man sieht so viel. Schade. Oh. Nö, alles cool so. Kann ich ihn auch wieder rausschmeißen? Ja, könnte ich. Frisch Verheiratete müssen sich im selben Haushalt befinden. Aha. Ist ja interessant. Müssen. Die müssen sich im selben Haushalt befinden. Schön. Okay. So. Da ist er auch schon, der Robert. Oh,
Galinda Hüftgold, von Hüftgold und Robert von Hüftgold sind jetzt verheiratet. Als neues Familienmitglied bringt er so und so viel. Aha, okay, stimmt. So, und dann möchte ich, dass Madame das nochmal fotografiert. So, du müsstest da mal beiseite gehen. Dann gibst du das mal deiner Schwester. Warum weint der denn da? Zwei meiner Freunde. Kann mal deine Gedankenblase da verschwinden? Bitte. Nee, das gefällt mir noch nicht so ganz. Flirten, ins Ohr flüstern, küssen, romantisch und umarmen, Tauglichkeit loben, boah, was auch immer das ist, machen wir mal. Jetzt nochmal, bitte. Ist von der Perspektive her jetzt gerade nicht schön. Ist kein so schönes Fotomotiv. Na? Macht ihr noch was Hübsches? Oh, das ist schön. So. Ja, noch ein bisschen rüber. So. Wunderschön. So, dann können wir uns jetzt mal hier ein bisschen ums Essen kümmern. So. So, ja, der ist zu spät zu seiner Arbeit gekommen. Sorry, hab geheiratet. So, sie holt sich auch was zu essen und er gibt irgendeinem Hund ein Leckerchen. So, er möchte Galinda gratulieren. Das kann er mal tun. Freundlich gratulieren. So, ein Bistro essen. Mal von mir aus. Er holt sich auch was zu essen. Was möchte er denn? Der Bastler. Geschicklichkeit und Logik perfektionieren. Das kann er machen. Spezialist für Beisetzung ist jetzt nicht so das Ultimative, finde ich. Da können wir ihm noch einen anderen Job suchen. So, sie muss aufs Klo. Okay, Günther. Ja, wir haben es bezahlt, also essen wir hier auch. Gehst mal hier aufs Klo. Kannst du dir hier einen Dimsum holen. Und dann suchst du dir einen Job. Und zwar hier im Wellnesscenter. Wo waren das noch gleich? Hier drüben irgendwo, ne? Ja, hier. So. Und zwar als Rezeptionistin. Dann fährst du heim. Und du wirst Robert
kann ja... Was braucht man denn? Robert kann zum Militär gehen. So. Und dann heimfahren. Und sie kann dann sich hier mal einen Job suchen. An Kochen... Nee, an Kochenunterricht teilnehmen. Kann sie das noch? Machen wir mal. Und dann nach Hause. Und Günther isst jetzt was und dann geht er auch nach Hause. Ist doch schön. Also ich finde diese Kapelle toll. Und wenn man das hier nicht so eilig machen würde, was ja jetzt nicht die Schuld der Sims ist, sondern meine, weil ich vorhin so weil ich die ganze Zeit immer ein bisschen getrödelt habe, dann wäre das auch ein bisschen romantischer, glaube ich mal. Aber so war ja auch schön, ne? So, Milena, Mutter der Braut. In 30 Tagen wird sie älter und sie wird in 21 Tagen älter. Okay. So. Warum tanzt du langsam mit ihr? Nicht gut. Fahr nach Hause. Aber das ist süß. Gib mal deiner Schwester die Kamera, die kann dann mal hier hingehen. Jo. Glückwunsch, Robert hat soeben die Zusage für einen neuen Job erhalten. Robert muss am Mittwoch um 7 Uhr am Arbeitsplatz Militärbasis Sims im Schützengraben erscheinen. Phoenix Prudence ist der Chef. Okay. Wow. Liebende bei Nacht, das ist ja schon süß. Aber ich möchte mal, nee. Du wirst keine Blumen bekommen, du wirst mal Milena umarmen und ihr einen schüchternen Kuss geben und Händchen halten. Oh, oh, Lisa. Scheuch die mal weg. Oder so. Ja. Oh, das ist schön. Das ist richtig schön. So. Fotofilter. Schwarz-Weiß, Sepia und... Machen wir mal Schwarz-Weiß. Süß. Na, kommt noch irgendwas Hübsches? Ja, guten Tag. Mann, ey. Kannst du mal weggehen, du Blödmann? Hallo. Naja, gut, dann halt nicht. Okay. So, von dir wollte ich, dass du hier einen Job annimmst.
als Rezeptionistin und dann heimfährst. So, und ihr könnt dann auch langsam heimkommen. Okay. So. Ah, stimmt. Hier, das war das Schwangerding. So. Liebling, Liebling, Liebling.